Hallo ihr Süßen, heute wird's ehrenlos. Auf Twitter habt ihr mir die ehrenlosesten Spieler in FIFA 23 geschickt, gegen wen ihr es hasst, so unglaublich zu spielen. Daraus bauen wir ein Team und spielen. Klar nenne ich dich dann Hure. Tut mir einen Gefallen und bitte macht es nicht nach. Spieler Nummer 1, mit dem ich anfange, ist ein Mittelfeldspieler, der direkt am Anfang eine SBC hatte und gefühlt in jedem Team ist, und er ist so ein Biest. Ich habe selbst schon 86 Games mit ihm gemacht. Könnte auch ein bisschen an meinem Untrade-Lever liegen, aber trotzdem. Flex, flex, flex. Der Mann räumt alles ab, wenn man gegen den spielt. Das ist so unfair. Bitte, Freunde, bitte baut diese Teams nicht nach. Das sind Spieler, die wirklich die Leute zum Weißglück bringen. Wie in unter anderem der letzten Jahre Ben Yedder. Oder auch Sommers. Oder Kimpembe. Apropos Kimpembe. Dieser Mann hier ist der neue Kimpembe. Und das habt ihr mir so viel die ganze Zeit auf Twitter Reno gesagt. Und schaut mal, der kostet nicht mal 1000 Coins. Der kostet nicht mal 1000 Coins. Eventuell spielt er auch in meinem Main Team. Wir haben heute 3 Angreifer am Start und sogar noch am Ende Bankspieler. Wenn das Team steht, gehen wir in den Spiel rein. Und falls ein Spieler danach ein Rating unter 6 hat, wird er discarded. So ein Donker-Fan. Und es wird halt auch echt teuer. Denn Haaland ist auch ein Mann, den ihr alle hasst. Ihr hasst ihn, aber ihr liebt ihn. Ich selbst komme mit ihm nicht klar. Ich habe gerade eben 250.000 Coins dafür bezahlt. Und wegen seinem Lengthy-Laufstil ist er halt so gut. Ihr müsst euch mal überlegen, der ist 2000er Baujahr. Der ist 22 Jahre alt. Gut, er ist vor kurzem 23 geworden. Hat 94 Sprinttempo und ist 1,95 Meter groß. Und noch 94 Schusskraft. 87 Weitschüsse. Er kann zwar nicht dribbeln, aber wenn ihr diesen Mann schickt, ist er leider nicht aufzuhalten. Ich habe die erste Weekend nur einmal gegen ihn gespielt, in der zweiten dann viel häufiger, und es hat mich wieder so genervt. Aber es gab einen, der hat mich viel, viel mehr genervt. Und das war dieser verdammte Keeper hier. Der kostet 13k, der hält alles fest. Ey, ich weiß nicht was, aber der hält alles fest. Ich schwöre, das ist ein früher Dicker mit seinem Fußball. Der Mann hält alles. Komm rein, Junge. Ich hasse dies. Ich will. Warum? Warum? Warum ist dieser Bug da? Mach ihn doch einfach rein. Na? Laut euch ist Dennis Zakaria auch einer der Mittelfeldspieler, wo ihr am ungernsten gegen spielt, weil er auch alles abräumt. Kriegt eine ZM-Karte, 82 Tempo, 80 der 85 Physis. Man hätte gedacht, der ist natürlich lengthy. Und dann kriegt er noch so einen dreckigen Shadow drauf, Digga. Das ist es. Und der dritte Mittelfeldspieler im Bunde, den habe ich mir selbst ausgesucht, Leon Goretzka. Immer, wenn ich gegen den Mann gespielt habe, was kostest du? Hat er absolut rasiert. Kostet dafür aber auch 56.000. Schön. Dieses Spiel hat sich aufgehangen. Gibi, wir machen weiter. Wir machen einen Angreifer. Ne, wir machen erstmal einen Verteidiger rein. So, wir machen einen Linksverteidiger rein. Wer ist eurer Meinung nach der beste Linksverteidiger in Game? Ich habe diesen Mann gespielt und das ist absolut unglaublich, wie gut er ist. Theo Hernandez, natürlich ist er lengthy, aber nur mit Architekt. 92 Tempo, alle Stats über 70. Wenn ihr mit offensiven Außenverteidiger spielt oder allgemein, der Mann rennt alles weg. Wisst ihr, wer auch alles wegräumt? Direkt die rechte Seite. Hier bin ich verdammt froh, dass der 120.000 Gold kostet. Das ist so unfair. Jedes Mal, wirklich, wenn ich gegen Kyle Walker spiele. Es ist kein Spaß. Ich habe ihn selbst gespielt. Er ist der krasseste Außenverteidiger im Spiel. Ihr kommt nicht vorbei. Er holt euch ein. Er rennt offensiv. Er macht die Tore. Ich meine, schaut das Video hier mit dem Reagier auf die Karten. Schaut euch das an. Der Mann hat direkt ein Tor geschossen. So, Freunde. Jetzt wird es so ehrenlos. Es wird so ehrenlos. Und das ist wirklich jeder, der diesen Mann spielt, gehört einfach nur rausgeschmissen aus diesem Spiel. Er soll vom Blitz getroffen werden. Wenn diese Leihkarte, explizit Leihkarte, wenn Leute sich den normal leisten können, ist okay, macht was ihr wollt. Aber wenn diese Leihkarte auf dem Feld steht oder eingewechselt wird, da werde ich wild. Ich verspreche euch, ich habe sie nur für dieses Video und ich werde sie direkt danach discarden. Oh, hat mich das schon viele Nerven gekostet, wenn dieser Mann aufs Feld kam. Du dreckige Ratte. Der ist aber so gut. Wirklich, wie gesagt, ich sag nichts dagegen, wenn Leute sich den normal leisten, normal kaufen. Chokuzel, you do you. Aber wenn diese Leihkarte in der Weekend League draufkommt. Lass es. 2 Positionen noch. Wir gehen erstmal auf eine honorable Mention. Auch sehr, sehr stark gewesen. Werner Inform oder Werner Gold. Beide brutal schnell und gut,
Was mich selbst stört, ist, dass er kein Dribbling hat. Aber wenn andere Leute den spielen, ist auch schon wieder vorbei. Genauso wie die Karte, die jetzt kommt. Da kribbelt es mir wirklich im Rücken. Da muss ich sogar gucken, wie der buchstabiert wird. Shomurodov. Das war 2 Wochen, kannte den keiner. Plötzlich sehe ich den in jedem verdammten FIFA-Team. Weil er schnell ist und weil er lengthy ist. Das ist alles. Und 1,90 groß. Der kann nicht mal gut dribbeln. Aber wow, mir kocht das Blut. Wir sollten weitermachen. Ich bin mir sicher, ihr habt dieses Gefühl alle schon gehabt, dass der Mann auf dem Platz stand und ihr euch dachtet, warum? Sorry übrigens, wenn ich so laut bin, aber das ist ein emotionales Thema. Wisst ihr, was auch emotional ist? Ich, wenn jemand Nunez vorne spielt. Ey, nix gegen Nunez, 80 Millionen. Ist das gleiche Ding? Lengthy. Ich persönlich kann nicht mal so gut mit den Lengthy-Spielern spielen. Ich brauche bewegliche, dribbelstarke Spieler vorne. Ich habe momentan ein Team, da sind alle 4 Mann vorne mit 5-Gen-Skills. Wenn man halt auf Konter spielt und sich reinbunkert und dann die Spieler vorne schickt, bist du einfach gearscht, wenn da so ein Nunez läuft oder ein Haaland. Guck mal, was der mich gekostet hat. 950 Coins. Das sind die allerschlimmsten. Araujo und Nunez. So billig. So billig. Und so gut. Zum Glück wird der letzte Spot teuer. Virgil, Baby. Hilfe Maria. Die Wand von England kommt aus den Niederlanden, Digga. 7000 Coins. Finde ich voll okay, dass er eine Wand ist, dass er gut ist, dass er stark ist, weil er auch teuer ist, weil er 90 geratet ist. Aber spiel mal gegen Araujo und Van Dijk gleichzeitig. Da war ich am Arsch. So, für 77.000 holen wir noch Fikayo Tomori und Sorloth habe ich in Rot. Das sind die Honorable Mentions auf der Bank, die auch immer mies rasieren. Tomori, einer der besten IVs im Spiel, kostet aber auch 77.000 und Sorloth kostet Abstoßpreis und ist Haaland in billig. Wer den gespielt hat, weiß, was ich meine. Wir gehen jetzt ins Spiel und ich frage mich, ob es überhaupt möglich ist, dass einer von denen unter 6 kriegt. Wenn es natürlich Mbappé werden sollte, kaufe ich seine Goldkarte und das Kardin und habe dann noch 200.000 auf der Uhr. Und es ging leider direkt damit los, dass ich mit Mbappé einfach zu viel wollte und das immer in Fehlern endete. Dieser Mbappé, ey. Dieser Mbappé. Araujo hingegen hat hinten absolut keine Probleme, für 900 Coins den Laden dicht zu halten. Und selbst Mondi hat gezeigt, warum er in diesem Team steht. Und nachdem Mbappé dann leider hier wieder im Abseits stand, hatte ich echt so langsam Angst um ihn. Und es gab kein Entkommen. Denn Haaland hat direkt gezeigt, dass er sich hier sicher nicht verabschieden würde. Trockenlanger. Und Mondi hat alles fürs Team getan. Doch wie lange seine Null noch stehen konnte, wusste ich nicht. Hält alles. So, Halbzeit. Petzier, Bruder? Digga, Van Dijk schwimmt aber auch sein Onkel. Der Zug hat sowas von keinem Bremser. Und die ist so unfair. So, jetzt findet noch ein kleiner Wechsel da vorne statt. Mbappé bleibt natürlich drinnen. Bruh. Was? Werder? Und das Spiel ist vorbei. Ich bin echt überrascht, dass der Gegner kein Tor geschossen hat. Aber meine Spieler haben am Ende so versagt, auf ganzer Strecke. Timo Werner, ich dachte mir schon, scheiße. In dem Sinne, mein Bruder, untrade in Form. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut euch das hier an, Freunde. Ist ganz cool. Glaube ich, hoffe ich, denke ich, müsst immer nur ihr entscheiden. Ne? In dem Sinne, macht's gut.